Ich weiß nicht, was genau mit dem Schild los ist. Aber irgendwie... Stimmt bei meinem Timing nicht. Oh, die nerven so heftig, Alter. Hinter dir, Vorsicht! Bestienfetzen. Mann, ich hab doch parieren gedrückt, Bro. Mann! So lang gestunt, Bro. Warum sind die so tanky? Oh Mann, ey. Also geschenkt waren die nicht. Also das neue Schild hat einen kleineren, perfekten Parier. Ja, nicht Radius, sondern halt Zeitpunkt. Aber dafür macht man Betäubungsschaden. Da muss ich mich erstmal gewöhnen. Komm mit der Zeit. Und der Junge beteiligt sich gerade noch sehr wenig am Kampf, habe ich das Gefühl. Schild ein Skill Tree. Diesmal nicht, ne.
kaufe jetzt mal diese beiden Spells. Oh. Okay, mit aufgeladener Axt. Dreieck. Ja, man muss sich immer diese Nahkampfangriffe alles in Ruhe durchlesen. Dass man das auch anwendet im Kampf. Gut. Das Rad hier oben muss sich irgendwie drehen lassen. Am Rad drehen. Kennen wir doch irgendwo her. Achtung! Wie wär's mit einer Warnung, bevor man mit der Nase voran zwischen zwei Backen endet? Der Boden. War das ein Erdbeben? Sowas kommt in Svartalfheim selten vor, ist aber nicht gänzlich unbekannt. Bei all dem Bergbau muss das Land ja durcheinander geraten. Kommst du von hier an das Rad heran? Oh, wow. Ganz genau so abgesenkt, wie wir es brauchen. Ich habe nachgedacht. Es ist so warm. Vielleicht nicht deshalb, weil die Kälte noch nicht hier ist, sondern vielleicht ist es einfach anders in Svartalfheim. Ja, Junge. Fimbulwinter befällt nicht alle Welten auf dieselbe Weise. Seltsam, dass es durch Fimbulwinter nicht immer Winter wird. In Midgard schon. Aber wie du siehst, sind die Auswirkungen hier von eher gasförmiger Natur. Beobachte die Geysire. Beachte den bereits erwähnten Duft. Diese Folgen waren schon zuvor in gewisser Form vorhanden. Doch nun sind sie extremer. Oh, da haben wir wieder diese Tränen. Ja, ich schau gleich beim nächsten Mal Toilette-Chat, was Raphael geschrieben hat. Schnapp! Runenkraft dauerhaft um 2 erhöht. Diese kleinen Viecher sind irgendwie unangenehm. Kommt rein im neuen Kampfsystem. Sehr nice. Allein die Fähigkeiten, die ich jetzt gerade gekauft habe, waren sehr gut. Stimmt, in einer Stunde, 10 Minuten geht es für euch ja auch los, Chat.
Da oben. Oh. Oh. Hätte ich gar nicht gesehen. Der hinweisende Boss. Danke, Atreus. Schnapp. Nochmal ein Rohleder. Was Gutes gefunden? Joa, geht, geht. Ach, ist doch okay, Leon. Oh nein, der kleine Viecher. Weg von dir! Hinter dir, Vater! Von links! Nicht das. Sind die Geysire verschlossen? Ich glaube, wir müssen das Rad bewegen, aber das Wasser ist zu flach. Kann man so sagen, ja. Okay, wie bringe ich jetzt das Rad zum Drehen? Ich muss irgendwie darüber, oder? Gut, einen Geysir haben wir eingefroren. Ist sonst noch irgendwo einer? Ah, ich schätze, den einfrieren. Und dann geht der andere höher. Druckverhältnis. Von hier aus? Das sieht nicht richtig aus. Oh. Ach so, okay, doch. Ja, das Rad dreht sich und das Tor senkt sich. Der Einfallsreichtum der Zwerge. Zurück zum Boot. Wenn die Zwerge in dieser Welt so sind wie Grog und Sindri, ist es kaum denkbar, dass sie zu Odin stehen. Tja, viel zu oft lässt man sich auf kurze Sicht von Eigennutz blenden. Odin bot ihnen Sicherheit. Und ihm zu trotzen, ist nicht ungefährlich.
Vielleicht brauchen sie nur ein paar Götter, die ihm mal die Stirn bieten. Atreus, deshalb sind wir nicht hier. Das war nur ein Witz. Krieg ist kein Witz. Vor allem nicht, was Götter anbelangt. Lieber später als nie, Raphael, ha? Wir haben ja noch gar keinen Kompass, fällt mir gerade so auf. Sieht aus, Atreus, als wolltest du Tyr als Verbündeten für den Krieg. Wir wissen noch gar nicht, wo genau hin. Ich will uns eine Option offen halten. Oh, da oben. Wir sollten weiter. Ich bin froh, dass wir hier sind und eine neue Welt erkunden. Vielleicht genießen wir einfach die Wärme. Ich trinke jetzt mit Tränen in den Augen. Ein Paulaner Spezi Zero. Weil Flink mir einfach Paulaner Spezi Zero vorbeigebracht hat. Voller Trauer nehme ich den ersten Schluck. Trotzdem erfrischend, aber es schmeckt einfach nicht das hier schlimm aus. So lecker, ja, wie es sein ich bleibe sollte. Wachsam. Wahrscheinlich wimmelt es hier von Grimm. Wie macht's denn euch Spaß zum Zuschauen, liebe Zuschauer? Also mir macht's auf jeden Fall mega Bock zum Zocken, aber bockt es euch auch zum Zuschauen? Nächster! Die sind voll flink. Hey! Okay, bockt, schön. Okay, hier sind wir herangekommen. Da unten ging es noch hoch, hier links geht's hoch. Und wir haben eine Kiste. Wirbelnde Runen. Truhen verschlossen, finden Sie drei. Kennt man. Ja. B. Keine Ahnung, wie nennt man das? B, halbes B, N. Oder P, ja. Ja, stimmt, ein P. Ein P. PBN. PBN. Großes N. P. Okay. B und N. Großes N.
Okay, fehlt noch das N. Ein bisschen verschwendet, ha? Was denn da drin in der großen Truhe? Tödliche Obsidiangriffe. Klingenzusatz. Na? Ja. 4 Stärke mehr. Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Oder wie geht das Sprichwort? Ich glaube, das müsste stimmen. Oh, was fehlt noch? Das große N, oder? Man hört es auch, wenn es aufgeht. Perfekt. Hier ist jetzt safe ein Horn drin, oder? Oh, maximale Rage direkt auch erhöht. Schmackofatz. Hat sich doch schon wieder gelohnt, hier ein bisschen zu looten, ha? Ein hornisches Radler. Ein Horn habe ich bei dem Anblick. Ah ja, also das ist doch auch mal ein richtig sexy Loading Gate, oder? Ja, das Wasser sieht wirklich nicht schlecht aus, jetzt wo du es sagst. Das Game sieht auch wieder sehr fantastisch aus. Mal schauen auch, was sie wieder dann am PC rausholen. So, jetzt kommen wir, glaube ich, langsam in dieser Stadt an. Offenbar müssen wir das Tor öffnen, wenn wir nach Nidavellir wollen. Nochmal ein Rätsel-Mimetzel. Ist zu schnell. Wie sollen wir ihn fangen? Flankier ihn. Greif von hinten an. Gut. Ja, wo ist er? Ah, ich verstehe. Ich glaube, von oben soll ich mich auf ihn draufschmeißen, ne? Oder so. Mal sehen, was er hat. Zerbrochene Rune. Schlackablagerung. Schmiedetes Eisen. Das weiß ich noch, im 2018er, da habe ich an dieser einen Stelle den auch versucht zu töten und ich habe es einfach nicht hinbekommen. Und dann war er auf einmal irgendwann tot. War wahrscheinlich ein bisschen verglitscht. Hätten wir. Da muss noch eine Kette für den Rest des Tores sein. Da, eine Kette, die wir hochziehen können. Ja.
Den Geysir von hier öffnen? Oh, ich glaube, ich hab's. Wenn man den Geysir einfriert, geht er durch das Rad. Sehr gut. Geile Rätsel. Geile neue Rätsel. Oh, und jetzt drücke ich mich so hoch, oder? Haha, wie geil! Genial. Schnappen den Aal. Eins von Quasirs Gedichten. Sehr anspruchsvoll. Du solltest alle sammeln, die du findest. Ach, Chat, ist das nicht das Good Life? Ein kaltes Getränk genießen. Der Chat ist am Start. Ein geiles Game zocken. Das ist das Good Life. Junge, sag mir doch bitte, was genau du dir von Tyr zu lernen erhoffst. Naja, wie gesagt, ich hoffe, dass er mir etwas über Loki erzählen kann. Ich würde auch gern seine Geschichten hören. Von Reisen in andere Länder, von Riesen und vielleicht, wie es damals war, zu kämpfen. Nur aus reiner Neugier natürlich. Neugier. Hoffen wir, dass Tyr in Plauderlaune ist, nachdem er so lange eingesperrt war. Nicht alle von Odins Gefangenen sind so charmant und redegewandt wie ich. Wir haben keinen Beweis, dass Tyr hier ist. Ja. Dieses Erdbeben vorhin. Ob es noch eins geben wird? Unwahrscheinlich. Aber geologische Störungen sind in der Regel unvorhersehbar. Wenn die Geysire und der Geruch hier durch Fimbulwinter zugenommen haben, dann die Erdbeben vielleicht auch. Ja, da könntest du recht haben, Junge. Manche Spots sehen so aus, als ob man bei denen an Land gehen könnte, aber erst, wenn das Wasser gestiegen ist. Wow, das sieht wie eine Stadt aus. Herzlich willkommen in Nidavellir. Hey, Zwerge! Oh, sie rennen weg? Ja, die wissen ja nicht, ob Kratos denen freundlich gestimmt ist. So einen Alarm würde ich nur auslösen, wenn ich meinen Körper noch hätte und fürchten müsste, ihn zu verlieren. Aber warum wegen uns? Sie haben Angst. Ganz sicher ein Alarm, fürchte ich. So verstecken sich alle. Wachsam bleiben. Der Alarm klingt heftig. Hey, können wir kurz mit euch reden? Bitte. Die helfen uns sicher. Das Gebiet, wo wir gerade sind, ist doch bei Avengers. Dieser Stern, diese Schmiede, oder? Diese Schmiede rund um den Protonenstern, glaube ich. Gebäude hier sind unglaublich. Diese feinen Holzarbeiten sind außergewöhnlich. Den Namen merkt man sich. Okay, hier kommen wir wohl erst später durch.
Habe ich einen Vogel gehört? Nee. Ist das eine Statue von Odin? Er muss hier echt beliebt sein. Oder gefürchtet. Doch, ich höre ihn. Aha! Die Stadt sieht auch sehr schön aus. Sehr farbenfroh. Sindri! Hallo, ich bin weniger überrascht, denn ich wusste, dass ihr hier seid. Ich habe was für euch. Da bin ich mal gespannt, wie man das hier aufbekommt. Sieht aus wie der Wind von Helheim, nur ein bisschen anders. Was ist los, Zwerg? Ich bin froh, dass ich wenigstens noch einmal hier war, vor Ragnarök. Könnten diese Pflastersteine reden? Dann hätten sie Münder. Dreckige, widerliche Münder. Darf ich deinen Bogen kurz haben? Ach, den solltest du dringend mal ersetzen. Die Vorteile von gewissen Materialien... Au! In ihrer Empfindlichkeit gegenüber Schallschwingungen wollte ich schon seit ziemlich langer Zeit genauer untersuchen. Danke, dass du es jetzt versuchst. Was wird es diesmal? Geduld. Ich finde, am besten sieht man so etwas in Aktion. So. Oh, ziel auf dieses Tor dort. Doch bevor du schießt, sag Skalva. 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 Ah! Ich hatte nicht gedacht, dass du die Hälfte aller Kreaturen in Nidavellir aufschreckst. Woher sollte ich wissen, dass die da sind? Gut, also, Dürrlin. Aha! Sindri, weißt du, wo die Taverne ist? Sehe ich aus, als ginge ich in schmutzige Tavernen? Aber die Kanalisation, in die du ein Loch gehauen hast, sieht ganz gut aus. Für dich. Sie müsste auf die andere Seite der Stadt führen. Andere Türen stehen euch hier auch nicht offen. Noch ein Gedicht von Quasi. Hey, Derek, Mann. Ja, ich freue mich auch auf das nächste große Destiny DLC. Ich hoffe, da holen sie einen mal wieder richtig ab. Gilt diese Ausgangssperre echt wegen Odin? Oh, Auferstehungssteine gibt's schon. Odin hat dieses Reich so fest im Griff, dass jeder Außenseiter als Bedrohung gilt. Typischer für Odin geht's nicht mehr.
Okay. Recht früh schon eigentlich, ne? Artefakte verkaufen. Alle Artefakte verkaufen. Du bist ein echter Archäologe geworden, was? Hm. Willst du über irgendwas reden, Kratos? Fünfzehn mehr Abwehr klingt doch ganz gut, oder? Das bringt Schmerzen. Was darf ich fertigen? Das erhöht schon echt ordentlich die Stats. Alles ich glaube, das würde sich, glaube ich, schon lohnen. Aber die sieht halt nicht so schön aus, die Rüstung. Warum stehst du da einfach so? Vielleicht, weil ich Atreus geholfen habe? Soll mir das Angst machen? Dann lass dir eins gesagt sein. Das tut es. Perfekt. Das könnte mein bestes Werk heute sein. Oh, eingeschmiedetes Eisen fehlt wieder. Diesmal lässt du keine Spritzer draufkommen, oder? Kratos? Passt gut. Willst du über irgendwas reden, Kratos? Fast Stufe 2. Pass auf deine Rüstung auf, dann passt sie auf dich auf. Okay, Chatterino, nochmal ganz kurze Pinkelpause. So, weiter geht's. Ab in die Kanalisation. Glück. Jeder Außenseiter gilt als Bedrohung. Dient das dem Schutz der Zwerge? Es klingt so. Aber wie ich Odin kenne, steckt noch was anderes dahinter. Also, boah, ist das hell hier gewesen. Verstecken sich auch alle. Odin hat seine Klauen wirklich tief in diese Welt geschlagen. Aber es gibt keine Wammler-Kugeln. Das sind wohl keine Bedrohung. Wozu verstecken? Statuiere ein Exempel an dem, der sich wehrt. Und der Rest bleibt gefügig. Selbsterhalt kann selbst die Tapferkeit des Stärksten überwiegen. Durch Furcht sind sie sicher und am Leben. Kaulbach! Hinter dir, pass auf! Die Taverne muss hier irgendwo sein. Vielleicht klopfen wir einfach an Türen und fragen nach dem Weg. Gehen wir einfach weiter.
Sindri hat mich übertrieben mit der Empfindlichkeit. Könntest du... Nein, danke. Ich glaube, da ist etwas. Hallo? Sind sie weg?